Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute die mittlerweile dritte Folge von meiner Null auf Gold Cap Challenge präsentieren. Und zwar wollen wir uns heute wieder einiges angucken, beziehungsweise vor allem anschauen, was habe ich über die Woche gemacht, wie viel Gold ist reingekommen und ja, was für Dinge habe ich neu ausprobiert, bisschen rum experimentiert. Und da wollen wir jetzt gleich mal einsteigen. Und wir fangen gleich mal mit meinem Main-Char an, da hat sich nämlich am meisten getan. Ihr seht, ich bin jetzt bei 6,2 Millionen Gold. Es ist die dritte Folge, aber erst die zweite Woche, weil die erste Folge quasi ja die war, wo ich dementsprechend ja gezeigt habe, was ich am ersten Tag gebastelt habe, beziehungsweise wo wir eingestiegen sind. Also jetzt nach zwei Wochen schon quasi die 6 Millionen Gold erreicht, was sehr, sehr gut ist. Besser als ich gedacht habe, aber wir können ja auch noch unsere Postkasten aufmachen und ja, ich spreche hier im Plural, denn ich habe ja bei vielen Chars da was aufgebaut und was ich jetzt alles gefarmt habe, beziehungsweise was der Ausgangspunkt war, dass ich es noch zusammenbringe, wollen wir jetzt einfach mal reingucken. Also, ich habe jetzt mir auch eine kleine Tabelle gemacht, dass ich mir selber so ein bisschen schauen kann, wo wir stehen und zwar haben wir ja gestartet am ersten Tag bei 500k Gold, beziehungsweise ich war ja bei sogar Minus Gold und habe dann an einem Tag quasi auf, ja, von Minus, ich glaube 200, 300k war ich noch Minus, auf die 500k hochgebastelt, hauptsächlich über Boosting-Geschichten, dann auch investiert in Berufen und quasi dann in der ersten Woche hatte ich auf dem Main-Char dann 2,8 Millionen und auf den Twinks dann, oder auf dem zweiten Account besser gesagt, auf den Chars, wo ich was verkaufe, auf 750.000, also insgesamt 3,5 Millionen. Jetzt sind wir alleine mit dem Main schon auf 6,2 Millionen hoch. Dieses Gold habe ich eigentlich alles durch verschiedene Boosting Runs gemacht. Heißt, was ich ja verkaufe, ist das Freehold Boost, ne, wo ich Leute durch Freehold durchziehe. Da habe ich ja schon ein Video gemacht, wie das funktioniert, falls euch das interessiert. Dann Insel Boost, was vor allem gut geht, muss ich sagen, sind PvP Insel Boosts. Und da habe ich jetzt auch relativ gut Gold gemacht. Dann das Bienenmount verkaufe ich, dann das Aschenfellmuschan für diese München verkaufe ich, weil ich ja zwei Accounts habe und solche Geschichten anbieten kann. Neu eingestiegen ist das Mount, was man von der Aviana-Fraktion in Legion bekommen kann, wo man auch Spielerkills machen musste. Da habe ich jetzt mal ein bisschen rausgefunden, wie man diesen Tiber frisetten kann. Das habe ich jetzt vorhin gerade getestet, da meine ersten 200k innerhalb von unter einer Stunde verdient. Das war echt eine schicke Angelegenheit, oder was? Vielleicht etwa eine Stunde. Also das war auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Da hatte ich ja letztens im Stream auch schon ein bisschen rumprobiert und das kann ich jetzt auch verkaufen und ich gucke da halt immer, dass ich mich da relativ breit aufstelle. Also viele Mounts, Achievements. Ich habe die Woche auch PvP-Achievements verkauft. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Arena hier, da kann ich auch die Kills verkaufen und auch noch ein paar andere Geschichten, wo man mit zwei Accounts ganz gut ja, solche Achievements-Sachen anbieten kann. Und da habe ich jetzt vor allem mich drauf gestützt, waren jetzt innerhalb von der Woche ja 3 Millionen Gold, die ich investiert habe. Ich habe aber ehrlich gesagt in WoW sonst auch nicht viel anderes gemacht, außer halt den Mythic Raid, den wir haben, also heißt die zwei Tage Ashara Mythic Progress. Mal gucken, ob wir sie jetzt demnächst mal down kriegen. Und sonst habe ich eigentlich nur Gold gemacht. Ah, nee, ich war auch noch mit der Gilde Mythic Plus. Tatsächlich, das ich aber habe ich auch gesellt, ja. Ich bin nur Mythic Plus gegangen, um das auch verkaufen zu können. Also ich habe eigentlich alles nur Goldgeschichten gemacht, ja. Ihr fragt euch, heute ist ein bisschen später. Ihr seht schon 2 Uhr in der Nacht. Ich habe jetzt bis eben die BlizzCon mehr angeguckt. Deswegen hatte ich quasi auch nicht gestreamt am Samstag. Also das ist jetzt Samstagnacht, wo wir das aufnehmen. Und dementsprechend, ja, sind wir auch nicht hier im Stream und ihr seht keine Leute, die mit reinschreiben. So, das jetzt mal vorab, die Geschichten, die ich betrieben habe bis dahin. Und jetzt wollen wir mal gucken, was so im Postkasten ist, beziehungsweise was ich da so gebastelt habe. Letzte Woche hatte ich ja euch schon geraten, dass man hier diese Sprungfedern farmt. Da hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. Könnt ihr gerne auf meinem Kanal bei den Goldguides gucken, wo ihr das genau farmt. Das ist ja bei diesem Part-Farm in Mechagon. Da sind die Preise ehrlich gesagt ein bisschen runtergegangen. Da habe ich mir wahrscheinlich auch ein eigenes Grab geschaufelt, weil ich vielen Leuten erzählt habe, farmt das. Natürlich, wenn das viele Leute farmen, dann gehen die Preise runter. Ich habe die in der ersten Woche noch für, glaube ich, 100er Stack für 8000 Gold verkauft. Dann ging es schon in der zweiten, also Anfang der zweiten Woche runter auf 500. Und ihr seht, jetzt sind die Dinger immer noch weiter runter gedroppt. Letztes Mal, wo ich geguckt habe, waren sie auf 30 Gold pro Stück, also 3000. Und jetzt sind die halt schon unter
unter 3000, also jetzt sind wir nur noch bei ja, 2300. Es ist immer noch gutes Gold, ja, aber es rentiert sich halt nicht mehr sonderlich, so wie es halt vor einer Woche oder vor eineinhalb war, zumindest auf Antonidas. Da sind die Preise nämlich jetzt ein bisschen kaputt. Es kann natürlich sein, dass auf eurem Server die Preise noch hoch sind, ne? Deswegen muss man da halt immer gucken. Ich habe trotzdem welche gefahren, habe die in Sahara reingehauen für 100 Gold pro Stück. Warum habe ich das gemacht? Die Einstellkosten für das Zeug ist nichts. Das ist, glaube ich, pro Stack ein Silber. Und ich will die nicht im Inventar haben. Und wenn ihr, warte, kann ich euch zeigen, wie meine Bank aussieht? Ja. Ja, ich weiß, ich muss aufräumen. Ich habe da keinen Platz, deswegen habe ich es einfach in Sahara reingehauen zum Zwischendings und ich warte jetzt einfach, bis das Zeug wieder im Preis hochgeht, weil ich habe keinen Druck, das zu verkaufen. Also ihr seht, ich habe hier nochmal ein bisschen was in der Hinterhand und das ist auch so ein Tipp, den ich euch geben kann. Haut nicht auf Teufel komm raus, immer alles sofort raus, günstig. Manchmal ist es sinniger, wenn ein Markt überflutet ist, ein bisschen zu warten und dann Sachen zu verkaufen. Kleiner Tipp. Es kann natürlich auch in die Hose gehen, kann auch sein, dass das Zeug keiner mehr braucht und es dann komplett weg ist. So, ich habe ein paar Sachen versucht und zwar habe ich hier vor allem bei den anderen Gammeltwings versucht, verschiedene Items rauszunehmen, dass es mir nicht einzelne Stacks reinhaut. Alles hat noch nicht ganz geklappt. Das Gelee habe ich am Anfang der Woche noch nicht rausgenommen, diese Flanke. Also wir haben hier trotzdem noch ein paar Sachen, aber es sind nicht mehr 500 Postdinger, die wir aufmachen müssen, sondern vielleicht jetzt nur noch 50 bis 100. Also es ist schon ein bisschen niedriger geworden. Jetzt schauen wir mal hier beim ersten Char quasi in die Post rein, was wir so verkauft haben. Das ist mein Char, um es vielleicht in Erinnerung zu rufen bei euch, der Schmied und Lederer hat. Und hier habe ich natürlich und die Feasts hat er auch noch. Ihr seht, ich habe hier quasi Koch noch. Ich habe ein paar Feasts verkauft. Ja, da hätte ich vielleicht auch eher warten sollen, aber die habe ich versehentlich einzeln reingehauen. Also es war nicht so ganz intended, aber ich mache damit trotzdem Gewinn. Zwar nicht so viel, wie ich hätte machen wollen, aber naja, egal. Zusätzlich verkaufe ich hier noch dieses raschschüchtige Stachelschweinchen. Das habe ich nämlich durch die Bloody Coins als Abfallprodukt, habe ich das auch noch dabei. Da habe ich nämlich nur relativ viele Coins. Und natürlich, hier seht ihr Zauberstäbe und irgendwelche Leder- und Ketten-Items. Das sind alles die Geschichten, die ich durch Schmied und Leder herstelle. Ihr seht, das ist relativ viel Zeug. Stangenwaffen, Plattenstulpen, einen Bogen, wieder eine Stangenwaffe. Das sind ein Haufen Feasts. Und da kommt schon relativ viel zusammen. Das sind jetzt insgesamt 86k. Und ich würde sagen, die nehmen wir jetzt mal aus dem Postkasten einmal raus. Und dann erhöht sich natürlich hier ganz schön auch nochmal unser Geldwert ein wenig. Und ja, jetzt gucken wir mal, was da noch so drin ist. Auf der zweiten Seite bin ich auch gespannt. Ich versuche halt immer alles so weit drin zu lassen, dass wir uns das dann angucken können, dass ihr das auch so ein bisschen nachvollziehen könnt. Das werden wir auch bei den anderen Charts machen. Und wie gesagt, ich habe versucht, die einzelnen Items da rauszunehmen, wo man dann eigentlich die Stackweise verkaufen kann, weil sonst füllt es halt diesen Postkasten. Das ist letztes Mal das Video wieder viel zu lang geworden. So, dann gucken wir mal hier rein, was haben wir im zweiten Postkasten. Oh, da sieht es sogar noch besser aus. Das ist 103. 60.000 drin und hier seht ihr, da habe ich noch die Sprungfedern, da sind sie für jeweils ja, 55 Gold pro Stück, also für 100 Stück dementsprechend 5.500 Gold verkauft. Was haben wir hier? Die Getriebeteile, noch mehr Panzerungsteile und hier zwischenrein seht ihr, es sind immer Leder-Items. Hier seht ihr eins für 10.000, das sind die Herstellkosten zwischen 400 und 900 Gold. Und ich verkaufe die teilweise für bis zu 10k. Schilde, ja, Ketten-Items, Platten-Items, also da ist relativ viel dabei. Und das Zeug auf einem vollen Server verkauft sich tatsächlich relativ gut, wie ihr seht. Ihr solltet aber halt immer wieder Council-Scans machen, heißt, das Zeug aus Maha rausnehmen, wenn ihr unterboten wurdet, und wieder reinstellen. Und das könnt ihr natürlich manuell checken, ja. Oder ihr macht es so, wie ich das mache mit dem Addon. Das ist hier, ja, einmal, wie heißt das, einmal hier Trade Scan Master. Dann kann man das halt relativ einfach machen. Dann geht man hier auf Abbruchscan und dann scannt er quasi den AH durch oder das Auktionshaus so rum, um den richtigen Artikel zu finden und zeigt einen halt an, okay, hier wurde ich unterboten und bei den Sachen wurde ich nie unterboten. Das läuft halt jetzt einmal für alle Items, die ich drin habe, drin. Und dann kann ich halt die Items alle einfach nur abbrechen, 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 nimm sie aus dem Postkasten, schmeiß wieder neu rein, ja. Also das ist halt eine schöne Angelegenheit. Das machen wir jetzt nicht. Wäre sinnig, weil ich jetzt schon wieder bei etlichen Sachen unterboten bin. Das ist halt der Nachteil beim vollen Server. Wenn man da natürlich dran bleibt, kann man gut was an den Mann bringen. So, was haben wir jetzt aus dem Postkasten rausgezogen? Ihr seht, 250.000, das waren, wie gesagt, teils diese Parts-Sachen, beziehungsweise die Sprungfedern, die aus dem Mechagon-Farm sind, ein paar Feast waren dabei und aber hauptsächlich auch die
Items, die wir aus, ja, die Items, die wir aus Schmied und Lederer kriegen. Jetzt sind wir hier insgesamt bei 6,45 Millionen, also doch einiges. Das können wir jetzt hier mal eintragen. 6,45 Millionen. Und ja, damit haben wir alleine mit dem Main Char über 300.000 gemacht. Ihr seht, hier wird zwar nur 2,8 angezeigt, aber da ist ja hier noch 0. Ne? Also wenn ich jetzt hier die 57 eintrage, wenn das gleich bleiben würde auf dem zweiten Account, dann wären das 3,6 Millionen, die ich alleine auf dem Chart schon gemacht habe, was eine ziemlich geile Angelegenheit ist. Also das ist schon mal einiges. Jetzt werden wir aber einmal noch reingucken, und zwar auf die anderen Chars, die ich noch so habe. Und da habe ich nämlich auch noch mal ein bisschen Kohle im Briefkasten drin und auch noch mal ein bisschen was gebastelt. So, und zwar muss ich da einmal rüber switchen. Jetzt switchen wir mal hierauf. Das ist mein erster Char. Und ja, das ist mein Char. Der hat einmal Alchi und der hat einmal, ja, hier Inschriftenkunde. Falls ich euch jetzt nicht genau genug drauf eingehe, was ich alles hergestellt habe, ich habe das in den ersten beiden Folgen schon ausführlichst erklärt. Und ich denke mal, das wird, wenn ich es bei jeder Folge wieder erkläre, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen too much. Deswegen versuche ich hier, mich jetzt hier ein bisschen kürzer zu halten. Ich hoffe, ihr mögt es mir nachsehen. So, was haben wir jetzt hauptsächlich hier im Postkasten drin? Ihr seht, ich habe 171 Mails. Warum habe ich so schon wieder so viele? Ungünstig. Ja gut, hier verkaufe ich halt die Kriegsrollen unter anderem. Teilweise auch einzeln und die Folianten. Deswegen wird das ein bisschen mehr sein. Aber was vor allem sehr, sehr gut weggeht, sind hier diese hochgeborenen Kompendium. Das sind Trinkets. 400er Item-Level Trinkets. Und die Herstellkosten sind sehr gering. Und die gehen halt relativ gut weg. Die Preise sind übelst gedroppt. Teilweise auf 1.000 bis 2.000 Gold runter. Ich habe die vor eineinhalb Wochen für 6, 7, 8.000 verkauft teilweise. Jetzt mag der eine meinen, okay, der Preis ist krass gedroppt. Es ist aber nicht schlimm. Die Herstellkosten liegen ein gutes Stück unter 1.000 Gold, soweit ich. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, nicht, dass ich euch was Falsches sag. Das variiert natürlich immer, wie die Dings kosten. Jetzt haben wir hier. Die Herstellkosten von dem Item sind 700 Gold. Und ihr seht, ah, anscheinend sind die Preise schon wieder hochgegangen. Ich habe jetzt ein paar für 2000 verkauft. Mir sind die Items aber auch ausgegangen. Wahrscheinlich hat sich jetzt quasi der Markt wieder erholt und jetzt sind die Preise wieder hoch. Also ihr seht, die Gewinnspannen sind schon wieder krass. Die gehen jetzt anscheinend schon wieder für 5000 teilweise weg. Also das war anscheinend bloß ein kleiner Rutsch quasi von den Preisen. Vielleicht habe ich den Markt auch zu überflutet. Teilweise habe ich da 10 hergestellt am Tag, alle reingehauen und am nächsten Tag waren, also ich habe 10 von jedem hergestellt, also 40 Dinger und am nächsten Tag war so gut wie alles weg. Ja, also das Zeug ging raus und einmal war es gut. Vielleicht mag es auch daran gelegen haben, dass ich die Dinger teilweise für 2000 Gold verramscht habe. Aber wenn ihr seht, die Herstellkosten sind 700 Gold, dann habe ich trotzdem pro Item 1300 gemacht. Ne? Und wenn es jetzt halt wieder hochgeht auf 5000, 6000 Gold pro Item, dann mache ich halt noch mehr Gewinn. Also das Zeug geht tatsächlich weg, weil gibt es auch nicht als Trinkets gibt es auch nicht als Bounty Gear und an Trinkets und Ringe kommt man immer schwer ran. Deswegen laufen die gut. Inschriftenkunde ist ein guter Beruf. Alchi, wie gesagt, ist ein shitty Beruf. Ich habe, glaube ich, nichts von Alchi drin, weil Alchi halt, ja, ihr seht, das ist alles rot. Da muss man halt die Rang 3-Rezepte haben und auf Procs gammeln und die habe ich nicht mit dem Gammeltwink. Da müsste ich mich jetzt mal hinhocken und das Rang 3-Rezept holen. So, also wie gesagt, hier haben wir hauptsächlich die Trinkets drin. Die Schildhände habe ich hier noch teilweise gebastelt, die man auch als Inschriftenkundler hier bauen kann. Wo haben wir sie denn? Irgendwo hier unten. Nee, da waren sie nicht. Hier, genau, da kann man diese Schildhände bauen. Die bringen auch noch ganz gut was. Da haben wir auch einen Gewinn von 5700 im Schnitt. Und da habe ich relativ viele drin, weil das ja wieder Items sind, die verschiedene Stats procken können. Und dann gibt es halt 10 Varianten davon. Dementsprechend, ja, habe ich da relativ viele hergestellt. Jetzt muss man gucken, wie viele haben wir noch. Oh, wir haben nur noch 4. Aha, ich hatte doch letzte 20 oder 30 hergestellt. Also, ich sage euch, diese Items, ne, vor allem auf Antonidas, das Zeug geht raus wie warme Semmeln. Das ist echt krass. Also, da muss man eigentlich ständig dranbleiben und das nachbauen. Und das Problem ist aber, bei Inschriftenkunde, ich kauf halt die Kräuter, male die. Was, ne, das Malen geht sogar mit diesem Massenmalen, aber das Herstellen von den ganzen Tinten, ne? Letztes Mal habe ich halt ein paar Tausend gekauft, da hat das Umcraften hier alleine eine Stunde gedauert. Gut, ich habe halt wirklich, weiß ich nicht, wie viel ich habe.
6.000, 7.000 Tinte umgebaut, ne? Aber das hat halt eine Stunde gedauert. Gut, ich habe das auf dem zweiten Account, kann es einfach nebenbei laufen lassen und poste halt hier für meine verschiedensten Boost-Service, da ist das kein Problem. Aber wenn ihr jetzt vielleicht nur einen bestimmte Zeit am Tag spielt und dann hockt ihr da dran und schaut quasi, während das gecrashed wird, dann ist es ein bisschen langweilig. Also, da würde ich euch raten, wenn ihr sowas macht, viel Zeug kauft, das umdings, das macht ihr automatisch. Ne? Man klickt ja auf einmal alle herstellen, dann räumt eure Wohnung auf oder macht irgendwas anderes dabei, weil da wollt ihr nicht vorm PC hocken, bis das da tausend Sachen gedings. Also Inschriftenkunde ist quasi ein Beruf, wo man schon ein bisschen Zeit rein stecken muss, um das Zeug halt alles herzustellen. Man kann sich natürlich die Tinten auch mal kaufen, aber das ist nicht zu raten. Also das meiste Gold kann man sich dadurch sparen, dass man seine Tinten quasi selber herstellt. Was ich jetzt ein bisschen gefällt habe die Woche, ist alle möglichen Dings herzustellen, alle möglichen Glyphen, vor allem auch die alten. Da sind nämlich manche auch dabei, die ein relativ gutes Potenzial bringen. Die haben aber halt nicht so eine hohe Sellrate wie jetzt zum Beispiel die Trinkets oder andere Sachen und der Gewinn ist bei vielen auch nicht ganz so. Deswegen bin ich da jetzt nicht mehr tief eingestiegen, aber selbst da könnte man noch ein bisschen Gold rausholen. War ich aber leider ein bisschen zu faul die Woche. So, was haben wir jetzt hier noch verkauft? Wir haben noch mehr von den Rollen auch verkauft. Ihr seht, da sind auch noch relativ viele drin. Also man kann auch Int-Rollen, Ausdauer-Rollen, AP-Rollen herstellen und auch natürlich die Folianten zum Umskillen, da habe ich auch einiges verkauft. Ich glaube, wir brauchen nicht viel mehr zu sagen, das holen wir auch noch raus. Sind auch noch mal 50k, ne? Sind jetzt alleine schon mal 150k, was wir hier rausgezogen haben. Und wenn ihr euch daran erinnert, wir haben am Anfang, habe ich jedem Berufschar, glaube ich, 30k geschickt. Und habe ich das nicht irgendwo hier in der Tabelle? Ja, genau, da haben wir es. Ich habe Alchi 30k und Inschriftenkunde 30k von dem Main geschickt. Also wir haben auf den Char quasi vor 2 Wochen 30k investiert und sind jetzt, also plus, ich habe das hochgeskillt, ne, und ja, meine Mats gekauft und bin jetzt schon auf 210k alleine damit. Und ja, prinzipiell, wenn man jetzt mal das Malen außer Acht lässt, was man Full 11k nebenbei machen kann, ist es eigentlich nicht viel Aufwand, was man täglich hat. Man nimmt halt, steckt die Teile rein, das Posten übers TSM dauert vielleicht 2 Minuten, wenn überhaupt, mit aus dem Postkasten rausnehmen und dann 2 Stunden später macht man das halt wieder oder so, ne? Und ab und an muss man halt mal ein paar Items nachcraften, wenn man zu viel verkauft hat. Aber normalerweise ist das Berufe alleine handhaben relativ zeitschonend, muss ich sagen. Also vor allem auf vollen Servern kann man da viel machen. Was ein bisschen nervig ist, ist Expulsion shuffeln. Da werde ich jetzt demnächst nochmal ein eigenes Video zu machen, aber ich hatte es ja auch in dem ersten Teil schon mal erklärt, wie das genau funktioniert, wie man das da über einen Schneider-Char relativ gut machen kann. So, was haben wir jetzt hier noch ein bisschen verkauft? Ihr seht noch mehr von den Trinkets, noch mehr von den Schildhänden. Hier seht ihr, wir haben Trinkets ohne Ende verkauft, ne? Ja, ein paar Glyphen sind zwischendrin drin und ich habe auch am Anfang versehentlich ein paar Tinten verkauft. Das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Kann man aber natürlich auch machen. Man kann theoretisch auch über Tinten Gold machen, indem man quasi die Kräuter in dieses Pigmentzeug umwandelt und dann in Tinten umwandelt. Da, selbst darüber kann man sich quasi finanzieren, weil man unterm Strich meistens für die fertigen Tinten mehr Gold kriegt, als die Grundmaterialien wert gewesen sind. Also da könnt ihr theoretisch auch ein paar Stacks reinhauen. Gehe ich jetzt aber persönlich nicht drauf. So, tatsächlich sind wir jetzt bei 280k sogar. Nicht schlecht. Also aus Inschriftenkunde haben wir tatsächlich einiges rausgeholt. Und ja, damit sind wir jetzt hier oben wieder bei ein bisschen mehr. Ihr habt ja vorhin gesehen, es waren jetzt nur noch knapp 600k. Also ich habe hier ursprünglich ein bisschen Minus gemacht, aber ich musste natürlich auch mit den ganzen Berufen auch wieder investieren. Ja? Heißt, ich musste halt gucken, dass ich mir wieder Mats kaufe und deswegen habe ich vor allem bei den anderen, bei den Craft-Chars hier auch jetzt am Anfang ein bisschen weniger erstmal gehabt, aber das holen wir, wie ihr seht, alles wieder locker aus dem Postkasten raus, also das ist überhaupt kein Stress. Ja? Also ihr müsst immer so ein bisschen schauen, dass ihr auch investiert. Ich habe übrigens auch nicht nur in Berufe investiert, sondern auch in 2 andere Geschichten auf anderen Servern. Und da werden wir uns nachher das auch noch angucken. Also sprich, es wird jetzt hier nicht nur enden, dass wir über die Berufe drüber gucken, sondern wir werden uns auch nochmal 2 andere Sachen anschauen. Ich habe auch auf einem kleineren Server, in dem Fall Lothar, versucht, so einen kleinen Marktreset zu machen. Warum auf einem kleinen Server? Und zwar schwierig ist es immer, auf einem großen Server sowas zu machen, weil du mal natürlich viel Konkurrenz hat und dementsprechend sowas auch schnell in die Hose geht. Einfacher ist sowas immer auf einem Low-Pop-Server zu machen, weil man da ein bisschen weniger Konkurrenz hat und da ein bisschen besser ausschaut.
So, nächster Beruf. Wir haben hier einmal Inji und Juve. Und das ist so ein bisschen mein Sorgenkind. Da haben wir nämlich richtig reingebuttert. Juve ist einigermaßen okay, da haben wir 30k reingebuttert. Und Inji, da haben wir 60k reingebuttert. Und Inji ist so eine richtig wertlose Angelegenheit, ich sage euch das. Das kostet einen Haufen hochzuskillen. Und leider kommt nicht sonderlich viel rum. Was haben wir denn hier? Wir haben viele so kleine Sachen verkauft. Hier, das sind ein paar so Inji-Items, die ich zum Hochleveln benutzt habe, die quasi eigentlich eher ein Minusgeschäft sind, aber hauptsächlich bringen sie jetzt noch den Mann um quasi das Minus ein bisschen zu verringern. Und das meiste, was hier drin ist, sind diese Ringe, die man über Juve herstellen kann. Und die gehen für relativ wenig raus, weil es auch nur 310er Ringe sind, aber besser als nichts. Und ein bisschen Gewinn macht man damit tatsächlich, ja. Also ganz wasted ist es auch nicht. Und vieles von den Sachen, ja, ist halt im Bereich von 1000 Gold, ne? Also es ist jetzt nichts Krasses, was wir hier haben. Wir können jetzt auch mal reingucken, wie da die Gewinnspannen sind. Jetzt lassen wir das mal nebenbei durchlaufen. Und ja, bei Inji stelle ich halt nebenbei noch diese Gewehre her, aber da sind die Gewinnspannen leider auch nicht sonderlich gut. So, jetzt gucken wir mal rein. Hier müssten wir die Ringe haben. Das hier müssten sie. Nee, das ist er nicht. Das hier, die 300er Ringe sind es genau. Die procken dann halt hoch auf 310, diese Epic-Dinger quasi. Also, wir haben. Machen wir das mal nebenbei zu. Wir haben hier quasi einen Ring, der kostet mich 400 Gold zum Herstellen. Und geht halt, ja, im Schnitt so für die 1000 bisschen mehr als 1000 Gold raus. Heißt, wir machen halt 500, 600 Gold Gewinn mit dem. Ist jetzt nichts Riesiges, aber besser als nichts. Ja? Manche gehen ein bisschen besser weg, wenn die Stats halt besser sind. Ja? Zusätzlich halt ein Sockel, was halt ganz praktisch ist, wenn man ja, dann nochmal zusätzlich was reinbasteln will, dann ist er nämlich gar nicht ganz so schlecht, der Ring quasi. Genau, das ist eigentlich soweit das, was ich hier herstelle. Was ich jetzt mal probiert habe, ist einmal diese Waffe herzustellen. Und ja, da war ich halt mir so ein bisschen am Überlegen, okay, lohnt sich das, weil die Herstellkosten halt schon ein bisschen höher sind. Und ihr müsst sehen, hier die Verkaufspreise sind halt 50.000 Gold für eine 370er Waffe. Da denke ich halt, dass das keiner zahlt. Ich habe das Risiko mal auf mich genommen. Ich habe, glaube ich, jetzt sind die Preise ein bisschen geringer, aber ich glaube, ich habe fast 10.000 Gold gezahlt für diese ganzen Epic Gems und die Mats an sich, um den herstellen zu können. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich ihn verkauft habe. Ich meine tatsächlich nicht, dass ich ihn verkauft habe. Aber einen habe ich jetzt mal hergestellt, um einfach mal ein bisschen zu gucken. So, jetzt haben wir hier nochmal die zweite Seite. Hier haben wir noch einen Haufen mehr Ringe drin. Hier ist es ein bisschen schief gelaufen, dass wir auch ein bisschen ernst verkauft haben. Das wollten wir nicht. Und ja, ein paar von den Waffen von Inji haben wir tatsächlich auch verkauft. Aber jetzt nichts Großartiges, um ehrlich zu sein. Und hier seht ihr, da waren teilweise am Anfang die Ringe noch ein bisschen teurer, da sind die Preise leider jetzt auch ein bisschen runtergegangen. Liegt vielleicht ein bisschen auch an dem, dass ich halt den Markt flute und dann andere Leute auch wieder undercutten und dann geht das so runter. Also ihr müsst immer auch ein bisschen zwischen reinchecken, wie sehr versorge ich den Markt, wie sehr battle ich mich mit anderen Leuten und dann gehen zwangsläufig die Preise runter. Wenn ihr ständig die Items im Inventar in großer Stückzahl haben und das andere auch machen, dann werden zwangsläufig die Preise runtergehen und dann müsst ihr vielleicht zwischendrin immer wieder ein bisschen gucken, okay, pausiere ich jetzt ein bisschen, lasse ich die Preise erstmal ein bisschen erholen und dann gehe ich wieder rein, weil sonst macht man halt einfach nicht viel Gewinn oder rutscht sogar in den Bereich, dass man Minus macht und das rentiert sich natürlich dann auch nicht. So, wir sind jetzt bei 96.000 hier. Ist jetzt nicht so sonderlich glorreich, wenn ihr seht, ich habe hier 90.000 investiert. Ihr müsst aber immer sehen, ich habe ja noch Items an sich, die einen Wert haben im Auktionshaus. Und ich habe ja mit dem Gold auch die Berufe hochgeskillt. Und ich kann euch sagen, die 60.000 bei Inji, das waren fast reine Investitionen ins Hochskillen. Aber Inji ist halt auch leider ein Beruf, der sich jetzt nicht sonderlich lohnt. So, wir gucken mal, was die Items noch an Wert haben, die ich jetzt im Auktionshaus habe. Sind etwa 120k. Mal gucken, ob ich das demnächst noch verkaufen kann. Und ihr habt auch gesehen, hier unten die Waffe hier, die hat sich tatsächlich nicht verkauft. Aber ganz ehrlich, wir kauften auch eine 370er Waffe für 59.000. Ne? Aber mal gucken. Ich dachte auch, es kauft keine 370er Waffe für 10.000. Aber die Mili-Waffen gehen tatsächlich für das weg. Wundert mich selbst auch, ja. Okay, aber es sieht nicht schlecht aus. Wir haben auf jeden Fall kein Minus gemacht mit dem. Aber also die Gewinnspanne war jetzt zum Beispiel mit, ja, alleine hier mit Inschriftenkunde wesentlich höher. So, dann gehen wir auf den nächsten Char. Und zwar habe ich jetzt nur einen, der ist Schneider und VZ.
Und da haben wir auch relativ viele Items im Inventar bzw. im AH. Und das ist auch der Char, mit dem ich quasi die Schneiderhandschuhe, Handschuhe sage ich, Handgelenke herstelle, um dementsprechend dann ein bisschen zu shuffeln für das Expulsum. Die Handgelenke schicke ich ja dann auf die anderen Chars rüber und die machen sie quasi durch die Expulsum-Schmiede klein. Und so läuft es eigentlich. Also viel von dem Stoff kaufe ich mir dann im AH, weil der ist relativ günstig. Oder da ich ja diese Freehold-Runs mache, habe ich da auch, ja, weiß ich nicht, wenn ich da ein paar Freehold-Runs mache, da habe ich X-Stacks, also X200er Stacks von dem Stoff und kann mich eigentlich auch teilweise selbst versorgen tatsächlich. Deswegen hat der weniger Gold, als er eigentlich mit seinen Verkäufen reinholt, denn ich versorge halt mit dem Char alle anderen Chars, ja, mit den Handgelenken und dementsprechend kaufe ich halt mit dem den Stoff, ne? Deswegen hätte der wahrscheinlich eigentlich ein bisschen mehr Gold. Aber sei es drum. So, jetzt schauen wir mal rein. Was haben wir mit dem verkauft? Ihr seht relativ viele Stoff-Items. Die sind leider nicht so hochpreisig wie die Leder- und Schmiede-Items. Und dann habe ich ein paar Waffen-VZs verkauft. Das sind eigentlich die ich benutzt habe, um VZ zu skillen. Das meiste, was im VZ-Bereich ist, ist leider im Minus. Zumindest hier auf Antonidas. Also VZ lohnt sich nicht. Das Einzige, was ich halt mache bei VZ, sind die Zauberstäbe herzustellen. Die lohnen sich tatsächlich. Lasst euch nicht blenden. Das ist ein 340er, der hat einfach falsch eingezahlt. Also das verkauft sich nicht. Wenn wir jetzt mal reingucken, Verkaufsrate 00, 0,01. Ja. Und das hat eine wesentlich höhere von 0,12. Ne? Also das verkauft sich halt kaum. Obwohl das jetzt hier schön ausschauen würde, weil wer kauft einen 340er, wenn er sich einen 370er für weniger kaufen kann. Deswegen, da muss man auch ein bisschen mit gesunden Menschenverstand rangehen und nicht quasi auf solche Sachen reinfallen. Genau. Also VZs stelle ich gar keine her. Ich bleibe quasi hauptsächlich bei den Zauberstäben und hier bei Schneider stelle ich quasi die kompletten Gear-Items her, die 370er, die ihr jetzt auch hier seht. Da sind die Gewinnspannen leider nicht so hoch wie bei anderen Craft-Berufen, aber man kann auch Gold machen. So, zusätzlich habe ich hier auch noch ein paar VZ-Splitter verkauft. Fragt euch, wo kriege ich die her, dass ich die verkaufen kann. Indem ich den Shuffle mache mit den Handgelenken, kriege ich auch die einen Haufen blaue Handgelenke und die entzauber ich. Und ihr seht, hier habe ich noch mehr VZ-Mats. Also ich kriege das Zeug in Massen raus, wenn ich shuffle. Und ich habe viel geschuffelt. Ihr seht, alleine der Char hat 128 Expulsum und dafür muss man viel Zeug klein machen. Und zwar sehr viel Zeug. So, jetzt nehmen wir das mal alles raus. Und da kann ich nur sehr empfehlen, dass ihr euch hier diese Verzauberquest macht und das Item holt. Denn dann kriegt ihr teilweise aus diesen blauen Items, die ihr für 20 Gold herstellt, also 20 Gold matt kosten, kriegt ihr teilweise drei von den blauen Splittern raus, die halt schon mal dann zusammen 100 Gold wert sind. Oder ihr kriegt dann teilweise sogar einen Epic-Splitter aus dem blauen Item raus, was dann halt je nach Server zwischen 100 und 200 Gold wiederum wert ist. Also ihr könnt dann durch den Shuffle, alleine durch das Dissen von den blauen Sachen, schon Plus machen und diese ganzen VZ-Mats quasi verkaufen und habt dann gratis quasi noch Expulsum für eure ganzen Chars dabei. Ist eine schöne Sache, kann es nur empfehlen, wenn ihr euch einen Shuffle-Char macht, gebt dem einmal ja, VZ und einmal Schneider, dann müsst ihr nicht so viel hin und her schicken. Dann ist das echt eine angenehme Sache und man kann da so noch das ein oder andere Gold quasi mitnehmen. Jetzt sind wir hier bald schon wieder bei einer Mille, wie ihr seht. Jetzt gucken wir mal rein, was haben wir hier noch? 23.000, paar Waffen-VZs. Ihr seht, Navigation, das ist das, was ich zum Skillen benutzt habe. Das versuche ich einfach loszuwerden. Paar trübe Kristalle haben wir verkauft. Solche Decken, die ein Schneider herstellen kann, haben wir noch verkauft. Ein paar Handgelenke, noch mehr VZs. Nix Spezielles. Und hier seht ihr noch mehr trübe Kristalle. Das ist das Zeug, was ich quasi aus dem Shuffle rausbekomme. Was haben wir in Schneider ursprünglich investiert? Jetzt gucken wir mal. 30.000 und VZ waren 60.000. Und ihr seht, also wenn ihr zwei Berufe nicht wollt, sind das VZ und VZ und Ingi, die kosten Haufen und bringen eigentlich nicht viel, wobei VZ indirekt halt was bringt, wenn ihr viel schaffelt für die anderen Berufe über diese VZ-Mats, wenn ihr euch hier durchringen könnt, quasi die Quest zu machen, dann ist VZ zu empfehlen. Wenn ihr euch nicht durchringen könnt, das Ding zu machen, dann ist VZ ehrlich gesagt ist nicht wert. Außer auf eurem Server könnt ihr viel Gold über
über die Rezepte machen. Bei mir auf Antonidas kann man das leider vergessen. Ist was sehr, sehr schade ist, muss ich sagen. Sonst hätte ich auch gerne Verzauberungen verkauft, aber ihr müsst ein bisschen von dem Gedanken weggehen. Ich muss jetzt alles im Aha haben, ich muss alles verkaufen. Wenn ihr natürlich damit keinen Gewinn macht, dann bringt es nichts. Oder selbst wenn der Gewinn zu gering ist, dann lohnt es die Zeit nicht. Und hier würde ich sogar mit jeder VZ Minus machen. Bei Alchi ist es ja ähnlich, da war ja auch alles rot. Aber bei Alchi ist es so, wenn man dann wenigstens die Vierer-Essenz, eigentlich das Dreier-Rezept hat, dass man dann durch Procs Gewinn machen könnte, wenn man gute Procs hat. Aber das ist dann halt auch immer so ein bisschen eine Glücks Gamble-Geschichte und ich habe halt keine Dreier-Rezepte, weil man da auch so Special World Quests warten muss und ja, da bin ich irgendwie zu unregelmäßig, dass ich da nachgucke, ob die denn da wären. Ne? Das ist immer so eine Sache. So, jetzt haben wir den letzten Char hier noch auf dem zweiten Account auf Antonidas. Ne? Ich habe ja gesagt, auf anderen Servern habe ich auch noch ein bisschen was. Und zwar ist das hier quasi mein Char, mit dem ich Trash verkaufe. Ja? Auf den schicke ich alles, was halt so irgendwo abfällt und was ich halt verkaufen will oder was sich lohnen könnte. Und ihr seht, der hat halt, was hat denn der drin hier? 542 Gegenstände und der hat halt auch viel so Green Transmog-Items drin, wo mir TSM sagt, dass die total viel wert sind. Zum Beispiel hier die Hose sagt mir, dass 88.000 wert. Das ist halt 95% von dem Zeug wird sich wahrscheinlich nicht verkaufen, aber ab und an kriegt man ein bisschen was verkauft. Und das ist eigentlich das Interessanteste, ob da irgendwas drin ist, was sinnig ist. Und hier habe ich aber das noch nicht sinnig eingestellt. Und ihr seht, hier hat er irgendwie lauter irgendwie Einzelmats verkauft für kleine Beträge. Und eigentlich wollte ich das ausstellen. Da muss ich dann nochmal ein bisschen ran und das mal umstellen. Man kann die Items jetzt, ich verkaufe es ja über TSM, man kann die quasi in eine eigene Liste packen und dementsprechend dann. Ja, einstellen, dass die nur in Stacks verkauft werden oder halt auch gar nicht mehr. Warte mal, da unten jetzt hat es gerade refreshed. Ist da irgendwas Tolles dabei? Ja. Bogen habe ich verkauft. Das ist anscheinend irgendein Transmog-Item. Ein paar Knochen habe ich verkauft. Splitter, VZ-Splitter. Die habe ich übrigens geschenkt kriegt. Da nochmal ne? Ein großes Dankeschön an der Stelle. Und ich denke mal, da werden auch noch ein paar andere Items dabei sein, die vielleicht jetzt zwischen untergegangen ist. Und ich hoffe, dass ich irgendwas Krasses verkauft habe, das viel wert ist. Ja? Ich habe ja letztens für, glaube ich, 300k ein BOE verkauft, das ich im Raid bekommen habe mit dem Twink. Das war ganz gut. Das random gedroppt, habe ich dann hier für knappe 300k verkauft. Und ja, auch ein paar so Pets, die ein bisschen mehr wert waren. Ab und an geht Transmog weg. Ich habe Insel-Transmog für 20, 30k pro Item verkauft. Das war auch ganz gut. Aber das sind halt so die Ausnahmen. Und da macht es dann halt tatsächlich diese Masse. Ne? Wenn man dann natürlich dann so eine Masse an. Das könnt ihr nicht löschen. Okay, das will anscheinend sich nicht löschen lassen. Wenn man dann natürlich so eine Masse hat, dann geht sowas. Okay, und ihr seht hier, das ist halt. Ja. Da habe ich es mit den Einstellungen tatsächlich noch nicht richtig gemacht. Jetzt haut es mir natürlich jeden Sturmbalg und jede Zählende einzeln rein. So, das solltet ihr natürlich nicht machen. Hier bei dem Ding ist, glaube ich, als Grundeinstellung drin, dass es halt immer fünf von den einzelnen Dingern reinhaut. Ne? Und das jedes Mal, wenn ich halt poste, haut es mir wieder fünf Dinger rein. Das ist total unwirtschaftlich, weil Blizzard ja dieses System umgestellt hat, wenn man Einzel-Items rein stellt, muss man genauso viel zahlen wie für ein Stack und dann zahlt man verhältnismäßig so viel, dass sich es eigentlich gar nicht lohnt, das zu verkaufen. Wahrscheinlich habe ich durch jeden Verkauf sogar Minus gemacht, kann ich mir denken. Also das solltet ihr nicht nachmachen. Da muss ich nochmal nachjustieren und mein TSM besser einstellen. Dann kommen wir nämlich auch weg von diesem, ich muss irgendwie 5 Jahre warten, bis ich meinen Postkasten komplett geleert habe. Und beim nächsten Mal werden wir hier auch gleich einmal refreshen. Dass wir das ein bisschen besser haben. Was haben wir hier? Haben wir jetzt mal ein bisschen was mehr verkauft? Oh, hier haben wir eine Krabbe verkauft für 5k Gold. Noch ein Pet für 5k. Eins für 8000. Hier für 400 ein Pet. Irgend so ein Stab haben wir für 2000 Gold verkauft. Die Sachen, sowas wollen wir. Hier haben wir noch irgendein Ei verkauft. Keine Ahnung, was das ist. Ja, sagt mir jetzt auch an sich gar nichts. Aber über sowas macht ihr halt auch Gold, ne? Klar, dieses ganze Kleinzeug, das könnt ihr vergessen, aber so Transmogs für 2, 3, 4k verkaufen, das summiert sich halt. Wenn ihr dann jeden Tag ein, zwei Sachen verkauft, dann geht da schon was zusammen. Ihr müsst halt dann viel haben oder Lack haben, ne? Dass genau euer Zeug quasi gefragt ist.
So, jetzt resetten wir hier noch. 75 Mail-Dinge haben wir noch. Dann sind wir mit dem auch durch. Ich denke mir jetzt so, voll, knapp 500k hatte ich. So viel werden wir jetzt hier aus dem Trash-Char nicht rausziehen. Aber vielleicht ist ja noch irgendwas dabei, was irgendjemand für richtig viel Gold kaufen wollte. Ich bezweifle es zwar, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Danach schauen wir noch auf zwei andere Server. Und zwar einmal auf Lothar, wo ich so einen kleinen Anführungszeichen Reset versucht habe. Und auf Blackmoor, wo wir das letzte Mal ja gestoppt haben. Und zwar, ja, wobei eigentlich auf Blackmoor, das kann ich euch so ein bisschen kurz erzählen. Was haben wir jetzt hier noch drin? Hier, Barnaby haben wir verkauft. Sarok-Schuppenhandschutz. Ah, das ist ein Transmog. Und irgend so einen Bogen haben wir noch vertickt. Ja, ihr seht, also ab und an Pets und Transmog bringen schon was rein. Genau, das mit Blackmoor wollte ich euch erzählen. Da hatte ich ja das letzte Mal angefangen, euch zu zeigen, für das quasi, da ging es um das Mount, das man als Ingi herstellen kann, wenn man das Rezept denn aus Motherlode hat. Und das habe ich halt mit meinem Ingi auf Blackmoor. Mit dem habe ich ja früher quasi auf der Horn-Seite geradet und dementsprechend hat er auch so Rezepte, solche Geschichten. Das hat jetzt der Ingi, den ich jetzt hier habe, nicht. Sonst könnte man damit auch Gold machen. Aber das Rezept zu farmen ist halt schon ein bisschen Aufwand und dann muss man natürlich auch die Items farmen können und dann braucht man ein bisschen Gear. Ne? Und das mit dem letzten Gammelchar, nicht so geil. Und da hatte ich ja mir quasi die Mats fürs Mount zusammengefarmt. Dann hatte ich noch gemerkt gehabt, ah shit, ich muss ja ein Item für 30k bei dem Händler in nicht in Mechelen, sage ich, für 30k in, ja, hier in Matterlot kaufen. Und ich hatte aber, ich glaube, noch irgendwie 2.000, 3.000 Gold, ne? Und dann hatten mir ein paar Leute aus dem Stream da noch Gold geschenkt, da nochmal vielen, vielen Dank für, dass ich das Item bauen konnte, um quasi das in Sahara zu haben. Und das habe ich verkauft für 130k und jetzt habe ich wieder so ein Startgold und jetzt kann ich quasi auf Blackmoor immer weiter quasi diese Teile farmen und dementsprechend immer weiter diese Mounts bauen und da auch ein bisschen Gold noch reinholen, was denke ich mal auch eine ganz nette Geschichte ist. Also da habe ich jetzt glaube ich auch nochmal so 120k Gold, aber wir können da auch gleich nochmal eine Übersicht gucken. So, dann schauen wir jetzt einmal noch auf Lothar. Und zwar, das ist der Server, wo ich ein bisschen investiert habe. Und da ging es nämlich um eine Geschichte. Ich verkaufe hier unter anderem auch das Bienenmount auf Antonidas. Und da habe ich mir überlegt, komm, das verkaufe ich auch auf Lothar. Ne? Das Problem ist, ich fahre mir dieses Gelee nicht alles selbst, sondern ich kaufe halt teilweise, wenn es günstig ist und Mahat, das Zeug auch auf und verkaufe dann halt das Komplettpaket als Mount und mache halt da mein Gold mit. Ne? Dann wollte ich das halt an einem verkaufen, hatte halt nur ein bisschen Gelee und dann ist mir aufgefallen, scheiße, in dem Auktionshaus, da ist ja so gut wie nichts. Also da ist fast kein Gelee drin, dass man den Mount zusammenkriegt. Dann habe ich mir gedacht, da sind halt Leute, die vielleicht auch das Ding wollen, aber es ist halt wenig drin. Da könnte man halt ein Marktreset machen. Und dann war halt das grüne Gelee für, weiß ich nicht, 70, 80 Gold da drin, ne? Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt kaufe ich mal alles raus und hau halt einfach mal auf 500 Gold, ne? Das Zeug. Und ich habe vorhin schon meinen Postkasten ausgeleert. So hundertprozentig hat das ehrlich gesagt noch nicht funktioniert. Ich war nämlich auf Lothar bei fast 500.000 Gold, also ich habe viel von dem Zeug aufgekauft. Ich kann euch das mal zeigen. Wahrscheinlich wurde ich schon wieder undercutted. Moment, jetzt schauen wir mal hier rein. Also ich habe jetzt. Ihr seht, ich habe hier beim grünen Gelee, das ich resettet habe, sind wir jetzt tatsächlich bei 500 Gold. Das hat ein anderer Typ quasi ein Stack noch drin. Und sonst gehört das alles mir. Also ich habe 500 hier drin und dann nochmal 230 da. Also das ist alles mein Zeug. Und beim royalen Gelee hatte ich auch einiges aufgekauft. Da ist jetzt wieder ein bisschen was drin. Da will ich auch schon überlegen, ob ich auch nochmal ein Reset durchführe. Tatsächlich wurde aber hier, es wurden glaube ich 5 Stacks A10 verkauft, ne? Also 5 Stacks mal 5.000, also ich habe 25.000 Gold quasi verdient und davor war es glaube ich auf 75 Gold drin mal 50 Dinger sind 3.000. Also ich habe quasi Zeug für 3.750 Gold eingekauft, ne, und habe es für 25.000 verkauft, was halt schon mal gut ist. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich den Rest auch noch über eine längere Periode an den Mann bringe und dass das klappt mit dem Marktreset auf lange Sicht. Und ja, da werde ich euch dann das nächste Mal nochmal ein bisschen was von erzählen, ob das dementsprechend so geklappt hat, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist jetzt auch so eine Sache, wo ich mich gerade ein bisschen am Rantasten bin und quasi so ein bisschen gucke, klappt das oder klappt das nicht. So, jetzt gucken wir mal, was ich insgesamt auf dem zweiten Account habe. Und zwar auf Antonidas sind wir jetzt wieder bei 1.092.000 mit meinem Berufschar, das ist ganz okay. Und ja, Lothar haben wir jetzt hier
nach dem Reset ein bisschen weniger. Ich war fast bei 500k, hab da 200k rein investiert in den Reset, aber wir sind trotzdem noch bei knappen 300k. Und der letzte Server, der jetzt noch auch noch ein bisschen was hat, ist quasi hier Blackmore. Da bin ich jetzt bei 143k und da habe ich ja das Ingimount verkauft. Zusammen ist das jetzt 1,5 Millionen. Das können wir eintragen. 1,5 Millionen. Falsche. 1,5. Ich glaube 76 war es, ne? Mal jetzt mal reingucken. So also genau muss es jetzt nicht sein. Bloß, dass wir etwa so einen Überblick haben. So, was haben wir die Woche gemacht? Holy moly, ich habe 4,4 Millionen die Woche gemacht. Da geht was. Da geht was. Also die erste Woche 3 Millionen, jetzt 4,4 Millionen. Außer es ist natürlich in meinem hier, ich hätte es fast gesagt Excel, aber es ist ja Open Office Calc Tabelle. Irgendwas falsch, aber ich glaube ja. Habe ich jetzt Gesamtgold? 8 Millionen? Kann das, warte mal, kann das sein? Ich bin jetzt gerade so gerade ein bisschen. Ich habe 1,5 Millionen auf den Char. Und auf dem? Ja, okay, doch, doch, ja, simple Mathematik. 6,5. Ich habe es jetzt mal aufgerundet. 6,5 plus 1,5 ist 8. Ja, doch. Okay, ja, krass. Wir sind jetzt schon wieder auf 8 Millionen nach knappen 2 Wochen. Geile Sache. Natürlich nicht alles auf Antonidas. Ne? Auf Antonidas sind wir jetzt bei 7,5 Millionen. Ich bin tatsächlich guter Dinge, dass man, wenn es jetzt die nächste Woche wieder so weiterläuft, dass ich tatsächlich in 3 Wochen mein Goldcap zusammenkriege. Das werden wir dann aber, werdet ihr beim nächsten Video sehen, ob ich es geschafft habe. Außer ich krieg wieder Chatbans. Kleine Geschichte noch am Ende. Ich habe die Woche mal wieder einen Chatban gekriegt. Also, ich habe nur im Handelschannel gepostet. Andere Leute, manche würden jetzt überhaupt nicht gespammt, aber ich spam wirklich nicht so krass. Ne? Also ich poste halt schon regelmäßig, so alle 5 Minuten, manchmal vielleicht alle 3 Minuten, je nachdem. Aber auf Antonidas zu Primetime, da rattert der Chat nur so durch. Ne? Also da muss man halt auch sich immer ein bisschen anpassen. Und dann habe ich am Chat Ban gekriegt wegen Ausdrucksweise und ich habe sicher niemanden blöd angemacht oder beleidigt. Und dann habe ich ein Ticket eröffnet, ne? Um das wieder aufheben zu können. Der Chatban geht 3 Tage, Wartezeit aufs Ticket 4,5 Tage. Jetzt kriege ich zwar nach 4,5 Tagen eine Antwort auf das Ticket, aber dann ist der Chatban schon durch und dann hat es sich erledigt. Und jetzt hat ein Kollege aus der Gilde gemeint, ich soll doch Live-Chat über die Blizzard-Seite machen. Und tatsächlich, so nach einer 20 Minuten, einer halben Stunde haben sich die im Live-Chat gemeldet. Ne? 1,5 Tage konnte ich halt nicht posten, weil ich mit dem Live-Chat erst danach drauf gekommen bin. Gam hat sich das angeguckt und gesagt, nee, alles passt und hat mich wieder entbannt. Also, egal was ihr macht, wenn euch einfach wenn ein paar Leute nicht passt, was ihr postet oder so, wenn da quasi euch genug melden, dann kriegt ihr automatisch diesen Wordenban oder also Chatban jetzt in dem Fall. Und das könnt ihr halt einfach aufheben, indem ihr quasi ein Ticket aufmacht oder ein Ticket würde ich euch abraten, aber diesen Live-Chat. Und wenn ihr halt wirklich nicht krass gespammt habt oder halt Leute beleidigt habt, dann hebt Blizzard das eigentlich wieder auf, was ungerechtfertigt ist. Und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war anscheinend in den Augen von den GMs ungerechtfertigt. Also jeder Chatban hat Blizzard wieder aufgehoben bei mir, ja. Aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht viel blöder, dass ich alle Minute da rein oder alle 20 Sekunden da rein poste, sondern halt, ja, in der Regel 5 Minuten. Ab und an, wenn es hier auf Antonidas Primetime, ne, dann sind es vielleicht 3 Minuten, okay, vielleicht mal, ne, dass ich es mache, aber beleidigen tue ich sowieso keinen, weil das bringt mir ja nichts, ne, bringt mir ja kein Gold. Wir sind ja auf Gold aus. Ich bin immer nett zu meinen Kunden, obwohl manche regen mich schon auf, aber das ist eine Geschichte für eine andere Zeit. Gut, dann sind wir soweit durch. Wie gesagt, Liste sagt, dass wir jetzt bei 8 Millionen Gold sind tatsächlich auf die Server verteilt. Schicke Geschichte. Und ja, ich habe noch ein paar Dinge, die ich jetzt die nächsten Zeit mir überlegt habe. Ich habe mich ja, was ich euch das letzte Mal gesagt habe, bei der Gallywix Community beworben als Freehold Booster. Irgendwie habe ich da immer noch keine Antwort gekriegt. Das ist ein bisschen ernüchternd, aber ich kriege da auch ohne Deni das Gold zusammen. Also von dem her, ja, wäre zwar easy, da müsste ich nicht selber posten, ne? Aber gut. Und was ich auch noch am Überlegen bin, ob ich ein bisschen in den TCG-Markt einsteige. Es gibt ja TCG-Mounts und Pets und ich kenne verschiedene Leute, die die Sachen verkaufen. Ich bin am Überlegen, ob ich das so ein bisschen handle, weil es da Einkauf, hier wieder Verkauf. Das geht aber erst, wenn du natürlich eine gewisse Menge an Gold hast. Mit ein paar hunderttausend brauchst du nicht einsteigen, sondern du brauchst halt ein paar Millionen, dass du halt die Items kaufen kannst.
im Optimal günstig und im Optimal dann halt dementsprechend teuer. Und jetzt bin ich an so einer Schwelle angelangt mit, wie ihr seht, jetzt hier 8 Millionen oder 7,5 Millionen, was ich auf Antonidas habe, wo man schon bei den günstigeren Mounts einsteigen kann, beziehungsweise mein Pet sowieso. Und da muss ich mal gucken, lohnt sich das vielleicht? Kann man da was machen? Und ja, vielleicht steige ich dann den Handel an, vielleicht ist es sinnig. Muss ich mal noch abwägen, ob ich da einsteigen werde. Genau, das soll es jetzt aber gewesen sein. Hoffe, für den einen oder anderen war was Interessantes dabei. Wenn ihr auch irgendwelche Sachen habt, Tipps, Tricks oder so, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin auch gern bereit, ein bisschen was auszuprobieren, um dann auch einen kleinen Erfahrungsbericht drüber euch abliefern zu können. Und wenn ihr wollt, schaut ihr nächstes Mal wieder rein. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.